Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Elex. So, der da ist uns immer noch auf den Fersen. Ich gebe Geld. Was ist das? Da wurde der vom Baum erschlagen. Was ist denn hier passiert? Ist er rein? Nee. Ich will, glaube ich, gar nicht wissen, was hier passiert ist. Wer legt sich denn auch hier in Schlafsack hin? Gibt es hier noch irgendwas? Außer Knochen? Hier sind... Oh nein! Lauf! Ich habe zu wenig Energie, um mich jetzt mit denen anzulegen. Crony, komm! Alter, guck mal, wie viele das sind. Was ist denn das hier? Ist das, Ach, guck mal, da ist ein Teleporter. Alter, kommen die jetzt hier runter? Alter! Wie weit verfolgen die einen denn? Hallo? Könnt ihr mal weggehen? Lalalala. La, 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 la. Die machen hier erstmal Völkerwanderung. Leute, ist gut. Was? Was ist denn da passiert? Bist du nett? Sei mal nett und hilf mir. Ich dachte schon, ich treffe hier draußen nie auf einen Menschen. Jetzt plaudern? Seit mehreren Tagen verstecke ich mich hier jetzt schon. Du musst mir helfen. Unsere Karawane wurde überfallen. Ich bin der Einzige, der überlebt hat. Ja, ganz bestimmt. Ey, haben die jetzt von mir abgelassen? Nein. Ah! Tja! Ah! Guck mal, ich hab dir was mitgebracht. Muss ich ihn jetzt auch noch beschützen hier? Boah, das sind auch nur so Mutantenviecher, ne? Ja, Junge! Ja, ja. Der Tod von Kit, ja. Mein Tod wahrscheinlich auch. Alter, die haben ja eine mega weite Verfolgungsrange. Normal ist das doch nicht, oder? Müssen wir erstmal in irgendeine andere Richtung rennen und dann gehen wir nochmal zu Kit zurück. Ich würde schon ganz gerne mit ihm reden und ihm hier nicht irgendwie alle auf den Hals setzen. Guck mal, das ist da hinten, das könnte die Stadt von den Outlaws sein, ne? Sind sie weg? Okay. Dann gehen wir jetzt mal zu Kit. Das sah aber nicht so aus, als wenn der Kit da koscher wäre, oder? Das sah so aus, als hätte er seine eigenen Leute umgebracht. Was ist denn das hier? Gibt's hier was? Schrott, Schwefel und Schrott. Was machen wir denn überhaupt mit dem ganzen Schrott? Können wir den irgendwie einschmelzen? Wieder auf. Nein! Ja, klar. Warte mal. Wir müssen erstmal wieder Jetpack machen. Wenn ich jetzt nochmal abstürze, bin ich tot. Da oben gucken. Bei dem anderen lag da ja so ein Elex-Beutel. Hat sich ja voll gelohnt. Ah! Freefall. Okay, denn auf zu Kit. Ah, da sind aber Alps, ne? Die wurden von Alps angegriffen.
So, jetzt können wir auch in Ruhe miteinander quatschen. Ich dachte schon, ich treffe hier draußen nie auf einen Menschen. Seit mehreren Tagen verstecke ich mich hier jetzt schon. Du musst mir helfen. Unsere Karawane wurde überfallen. Ich bin der Einzige, der überlebt hat. Junge, du stehst mitten auf der Straße. Verstecken geht anders. Was hast du jetzt vor? Erzähl mir, was vorgefallen ist. Eine Gruppe Alps hat uns überrascht. Wir sind mit unserer Karawane gerade aus Abessa wieder auf den Weg zurück zum Fort gewesen, als sie uns aufgelauert haben. Es hat keine 10 Minuten gedauert, da hatten sie uns abgeschlachtet. Ja, deinem Hintergrund geht mir ein bisschen zu viel ab gerade. Wie hast du überlebt? Was hast du jetzt vor? Ich helfe dir, zurück ins Fort zu kommen. Wie hast du überlebt? Ich konnte mich rechtzeitig verstecken. Scheiße nochmal, ich bin gerade erst zum Läufer befördert worden. Dachte, ich kann ein paar leichte Aufgaben im Fort erledigen. Falsch gedacht. Stattdessen werde ich rausgeschickt. Und muss mit ansehen, wie meine ganze Karawane abgeschlachtet wird. Scheiße, du bist ein Läufer. Du bist ein Läufer? Bandit? Ja. Das ist der unterste Rang im Fort. Man bekommt Zugang zu Rüstungen und ein paar von den geilen Stims. Aber das war's auch erstmal. Wenn man bessere Ausrüstung möchte, muss man sich schon hocharbeiten. Das war genau das, was ich vorhatte. Bevor dieser ganze Mist hier passiert ist. Okay, was hast du jetzt vor? Ich hatte gehofft, ich könnte mit dir kommen. Alleine überlebe ich den Marsch ins Fort niemals. Ich hatte Glück, dass ich bis jetzt noch nicht von Alps gefunden oder von den Schakalen gefressen wurde. Bitte, du musst mir helfen, dass ich Hank Bericht erstatten kann. Hank? Naja, komm, dann helfen wir ihm halt, auch wenn er ein Outlaw ist. Ich helfe dir, zurück ins Fort zu kommen. Ich danke dir. Ich habe wirklich Schiss alleine hier draußen. Am besten gehst du voraus, ich werde dir folgen. Ja, weh, du schießt mir im Rücken. Bleib hier stehen, Ende. Gut. Kit schließt sich dir an. Zeig mal erstmal, was haben denn deine Leute hier so? Metallschrott, guter Becher, ordentlich Elixit, Rucksack. Wasserflaschen? Hä? Was ist das denn? Ja. Was auch immer das war. Gut, Wache. Ein Bier, naja, mit Bier als Waffe ist natürlich auch nicht so geil. Metallschrott, guter Becher. Natürlich. Ach, die Kisten sollen wir auch noch mitnehmen. Ja, toll. Wir dürfen schleppen, oder was? So. Jetzt haben wir alle. Was ist mit ihm los? Dann wird es so dunkel. Aber ordentlich Elixit gab es hier. Gut, naja, denn mal los. Eigentlich wollte ich ja woanders hin, ne? Jetzt müssen wir wahrscheinlich auch noch dafür sorgen, dass er heiler ankommt. Wenn wir ihm sagen können, dass er hier stehen bleiben soll. Ist ja was, Kit? Bleibt man hier eben stehen? Bleib hier stehen. Geht klar. Geht klar. So, wir gönnen uns nochmal irgendwas zum Heilen. Hoffentlich haben wir noch ein bisschen was. Heiltrank, die wollten wir behalten. Kleiner Heiltrank. So, mal gucken, ob das reicht. Dann machen wir die da unten mal eben platt. Nicht, dass die ihn angreifen. Das sind nämlich doch recht viele. Ah, scheiße, die kommen doch alle. Ach, er hat seinen eigenen gerade mit seiner Attacke hops gehen lassen. Crony? Nice. Da wie viele Knochen hier in der Wüste so rumliegen, ne? Eigentlich müsste ja die halbe Bevölkerung hier schon ausgelöscht worden sein. Da steht er. Versteckt er sich wieder, ne? So, dann komm mal mit, Kit. Mit Garm. Okay. So, ich gehe mal davon aus, dass wir da hinten hin müssen dann mit ihm, ne? Können wir den jetzt hier aktivieren?
Ist das überhaupt ein Teleporter? Weiß ich gar nicht. Ne, die sahen eigentlich anders aus, die Teleporter, ne? Das war ja von den Klerikern irgend so ein Ding. Warte mal, wir gucken mal auf die Karte. Nicht, dass ich jetzt mit ihm hier in die falsche... William. Das wird das sein. Die wird jetzt sein, wo wir hin müssen. Da vorne. Komm, das ist nur eine Pestratte. Wenn wir den Fokus haben, dann wird der Kid schon überleben. Hi. Okay, komm. Weiter, Kid. Ich meine, auch wenn wir jetzt uns den Outlaws nicht anschließen werden, ist es trotzdem nicht schlecht, wenn wir zumindest mit denen handeln könnten. Ich warte lieber. Was? Warum? Was ist denn jetzt los? So, da bin ich. Ja. Was wird mit dir? Ich warte lieber. Hä? Bist du bescheuert? Komm mit. Ach, wegen dem da unten oder was? Hohes Risiko erkannt. Empfehle sofort. Nice! Hat er jetzt wegen dem gewartet? Kid, kommst du jetzt? Noch mehr Knochen. Gucken. Kiddy! Komm mit, mein Freund. Okay? So, da bin ich. Ich warte lieber. Hä? Worauf wartest du denn? Junge, hier ist nichts. Ah, da ist doch was. Und zwar nicht wenig. Scheiße. Kid, ich will da nicht lang. Ach, da kommt auch noch einer aus dem Tunnel. Ja, kämpft gegeneinander. Das finde ich gut. Naja, macht euch mal platt. Na, wer wird gewinnen? Ich setze auf den Großen. Gucken, hat er genug Energie verloren? Alter, wir machen ganz gut Damage. Das ist echt mittlerweile okay. Aber da war noch einiges mehr drin, ne? Das war so ein Hund. Ich gehe mal auch davon aus, dass von den Großen hier auch noch einer sein wird. Ich hoffe nicht einer von den ganz Großen. Alter, drei Stück von den Hunden. Nein, und es kommen gleich wieder alle. Okay, das war gut. Kommt doch nicht alle. Können wir den anlocken? Schon treffen. Komm mal her, mein Freund. Schön, 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 schön. Okay, und noch einer. Es waren auf jeden Fall drei. Ich bin mal mutig und trau mich hier rein. Empfehle Vorsicht. Unübersichtliches und brüchiges Gelände. Ja. Wo ist denn die Nummer drei?
Da ist er. Tja. Ja. Cool. Okay, dann können wir uns hier erstmal kurz in Ruhe umgucken. Hoffentlich ist jetzt hier nicht noch einer. Da geht's hoch. Was ist das hier? Eine kleine Oase mitten im Nirgendwo. Sieht so aus, als wenn es hier so ein kleiner Vorposten von den Outlaws gewesen war, der überrannt wurde, ne? Oh, eine Badewanne voll Geld. Lalala. Danke. So, eine alte Münze. Schrott, großer Heiltrank. Hammer, Brennstoff und... Bandstasche. Schöne Ausbeute hier. Okay, hier könnten wir auch gleich mal eine Runde pennen zur Not. Sanftes Klopapier, Zigaretten, Klopapier, da liegt er. Ne, Klappstuhl. Spind? Nein, ich wollte an den Spind ran. Komm, steh auf. Kit wartet auf uns. Eine Öllampe und... Eine Öllampe und kleine Mana. Okay. Keine Notizen oder sowas? Nein. Da ist schon wieder ein Tresor. Oh, ein schönes Brot. Energiebrause. Ist der offen? Brause und Hammer. Und dann schauen wir hier noch. Ist da im Auto noch was drin? Nichts, wo wir rankommen. Also bevor ich jetzt Kit hole, schaue ich mich hier wirklich erstmal gründlich um, ne? Da oben geht es ja auch noch rein. Und dann gehen wir dann noch nach oben. Da gibt es hier einiges zum Looten. Ich weiß nicht, ich hoffe, das war jetzt nur Kit. Ist ja noch da. Nicht, dass der da jetzt irgendwie gesnackt wird. Aber ich glaube, dann kriegen wir ja so eine Meldung, ne? Von wegen, es wird Einfluss auf die spätere Geschichte haben. Warum auch immer der Kit Einfluss auf die Geschichte haben wird. Der ist gerade noch so unscheinbar. Mhm. Alter, was hat denn der für eine Waffe? Komm ich da rein, von oben. Ja. Gezackter Bolzen. Der Vollstrecker. Ja, nice. Alter, guck mal. Der hat hier abgefarmt, die Leute. Der hat hier oben einfach gesessen und einen auf Sniper gemacht. Plasmazellen hat er auch noch. Zeig mal her, den Vollstrecker. Neue Energiewaffe. Wo ist er denn da? Der Vollstrecker. Oh Gott. Geschicklichkeit 2. Boah, Stärke. Sockel leer. Lange Zeit die rituelle Waffe für öffentliche Hinrichtungen. Okay. Nach der 1000. Exekution. Was? Richtete sich ihr Träger mit eben jener Waffe selbst. Seither dient sie als Ausstellungsstück. 1000 Leute wurden damit exekutiert und dann hat der, der sich damit der die durchgeführt hat, sich selber eine reingedrückt. Ich konnte ja nicht mehr. Was ist das da? Okay, dann gehen wir nochmal runter. Kommen wir hier irgendwie durch? Ist hier vielleicht mal was? Ich sehe nichts. Gut, dann gehen wir mal Kit holen. Mal die Dächer hatten wir noch nicht abgeklappert. Hier ist aber auch nichts auf den Dächern. Ah, cool. Fette Waffe. Die können wir irgendwann mal
in eine Box packen bei uns. Solange wir sie noch nicht ausrüsten können. Wobei, wir können auch einfach mit uns rumtragen, ne? So, Kit, da steht er. Wieder vollkommen versteckt. Hey, Kit. Mal gucken, ob er uns jetzt folgt. Bist du zufrieden? So, komm. Da bin ich. Ich warte lieber. Was? Warum? Junge. So, da bin ich. Willst du hier nicht lang? Okay, ich habe keine Ahnung, was Kit sein Problem ist. Und dann jetzt hin. Junge, kletter doch einfach rüber. Boah, du bist ein Held. Na gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, in der nächsten Runde gehen wir mit Kit weiter. Keine Ahnung, was der hier gerade für Probleme hat. Dann danke ich euch erstmal fürs Zuschauen. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns in der nächsten Runde wieder bei Elex. Bis denn. Bye, bye.